Herzlich willkommen zur neuen Folge aus Spiel 7D2D. Wir stehen kurz vorm Blutmond. Es ist gleich 10 Uhr nachts, 22 Uhr. Dann geht das los. Mal schauen, wo sie herkommen. Wo unsere ersten. Und da sehe ich keine. Dass ich hier vorne die Eisendinger habe. Den schnell, die muss nur. Und die alle hier. Wow, Wahnsinn! So, hat das hier oben nichts. Ups. So sind drin im Haus. Oh.
Ups. Hilfe! Oh, mein Schlafsack ist keine Ahnung. Ja. Irgendwo, wo Licht ist. Mach nicht so lange. Das ist in der zweiten Etage. Wo sind die alle hin? So, wir sind alle gestorben, ne? Recht früh. Und ich glaube, jetzt haben wir es auch geschafft. Beziehungsweise... Das machen wir jetzt anders. Oh, bin ich aufgeregt. Also ich muss nächstes Mal noch ein bisschen anders gestalten. Also das gebe ich ehrlich zu. Und zwar so, dass sie, wenn nicht auf Dach wollten noch gehen, ja gut, hätte man gehen können. Die Dinger haben so nicht gebracht. Also rein gesehen so gar nichts, ne? Leider. Unsere Wand war leider auch zu schwach. Ja. Ja, und die Dinger haben rein gar nichts gebracht auf der Höhe. Muss ich nächstes Mal auf eine Etage tiefer so einen kleinen Vorsatz bauen, dass das Ding entsprechend noch reagiert. So, nächstes Mal kann sie komplett von hinten. Ungünstig. Hunde. Holen wir die Axt. Bauen ein bisschen ab. Oder ein Messer. Egal, nehmen wir mal mit, ne? Glaube nicht, dass ein oder paar kommen, auch kommen werden. Weiß ich nicht genau. Ich habe ja ein paar erledigt, aber zum Schluss muss ich nicht wohin. Nachladen müssen, nachladen, Junge. Geier, die Sau. Vielleicht mit Glück. Also noch nicht zu Ende. Da nutzt man nicht viel hier oben. Boom, das war wie hart. Also brauche ich noch einen besseren. Na gut, die Steinwände sind ja auch nicht das. Das Beste, ne?
Und irgendwo sind sie eingebrochen, also durchs Mauerwerk. Die Dinger haben wir nicht gehalten, durch die Masse, ne? Ob sie. Die Teile haben leider die Wirkung nicht so gezeigt nach unten, wie ich wollte. Wahrscheinlich auch zu weit weg alles. Das vermute ich mal ganz stark. Wir müssen bis früh um 4 aushalten, weil nachts sind sie ja so schnell. Das ist das ganze Problem. Also brauchen wir Steine, wir brauchen, müssen Beton herstellen. Eisen haben wir eigentlich genug, müssen wir nur Gitter herstellen. Und dann die ganze Sache unten, die 3 Etagen mit Stahlbeton auswechseln. Und außen nach Möglichkeiten Graben ziehen, damit sie nicht so tief können, also nicht mehr rankommen ans Mauerwerk. Das in Zukunft. Graben ziehen wird, naja, kann man ja Vorderdinger machen, ne? Schon heftig, ne? Ich werde auch in Zukunft mit Leitern arbeiten, vielleicht mal sehen, dass sie dann vielleicht nicht so schnell hochkommen. Dass man im Prinzip an einer Ecke eine Leiter baut, ein Loch durch Decke, und da kann man dann von oben stehen und die entsprechend dann bearbeiten. Mal sehen, das wäre noch eine Idee. Ein Geier, sie kommen hier. Und nächstes Mal noch mehr Geier kommen. In 7 Tagen. Im Grunde ist der Blüten vorbei. Weil, das ist mir nicht mehr rot. Gut, dann werden wir das Stück da reparieren. Bevor noch mehr kommen, ne? Ich hätte auch im Keller flüchten können, aber gut, im Keller, die rennen ja hinterher, ne? Also. Das ist das ganze Problem. So, hier mal die Dinger rausholen. Ich weiß genau, wir sind hier irgendwo eingebrochen. Hier sind sie in der Ecke. Das haben die komplett weggenommen. Und sind bei Eier. Klauen haben wir gleich mit zu. Gleich aufwerten können. So, viel. Da haben die voll. Da eingeschlagen, du. Ja, die Zombies, die wilden Hunde. Dann haben die schon den schwachsten Punkt genommen. Das waren noch die alten Steine bei den Trennwänden. Und dann haben sie da entsprechend sie eingebrochen. Ja, so haben sie es gemacht, ne? Das haben sie nicht eingebrochen. Im Grunde austauschen, dass wir da vielleicht hätte auch Maschinengewehr geholfen, ne? Ja. Gut, dass man dann zum Schluss ein Maschinengewehr nimmt, das geht vielleicht besser, ne? Die Dinger sind gut, nun müssen sie entsprechend auch besser platziert werden.
sind sie? Voll rein. Naja, gut. Was sie aufhalten werden, ist ein Gram, ne? Das ist eindeutig so. Dass wir hier einen Gram durchziehen. Zwei, drei Etagen tief. So werden wir es machen in Zukunft. Auch so hat die Basis im Prinzip kaum gelitten, ne? Nur leider, sie kam rein. Das ist das Problem. Und ich denke mal, mitten die Teile immer hier stehen und ich stehe hier, dann können die kommen. Dann werden die voll im Schuss genommen. Theoretisch. Weil da außen haben sie kaum geschossen, weil es einfach zu hoch war. Dann werde ich mal hier in der Mitte nachher einen Stein raufschlagen oder zwei. Und rechts und links und eine Tür und dann einfach so ein Teil hinstellen. Da die Tür natürlich nicht aufgeht und dann ist das ein bisschen besser geeignet, um sie abzuwehren. Letztes Mal kamen sie hier, also hier kamen immer ganz wenige. So, was machen wir noch? Ja. Gehen wir in den Keller, ne? Den Schock verarbeiten. Ich wollte mal was probieren. Mit der Wand. Da schön Eisen. Und zwar möchte ich ja hier im Prinzip eine gerade Wand haben. So. Das ist 4. Ja. Wir haben es überstanden. Spitze. Rampe. Rampe. Kommen wir da jetzt raus? Den Trottel nicht. Ja, das ist auch nicht so ideal. Dachvorsprung. Schräge Decke oben. Steinstufen. Zwar, nee. Irgendwie funktionieren. Also auch nicht. Spitze. Das ist schon mal richtig. Nur muss hochkant stehen. Ja, geht um nicht. Platte, Pyramide. Rampe Füller.
Nee. So. Oder? Jetzt müssen wir gleich in den rechten Winkel gehen. Die noch gleich. Die Ecke lassen wir so. Mal kurz Picke nehmen, Picke auch nicht da, ne? Nehmen wir die Axt. Na, nehmen wir die nicht. Oh, die Picke. So, haben wir Zeit. So, Lieber, das soll es heute gewesen sein. Jetzt kommt ein bisschen Arbeit, bis es hell wird, richtig hell wird. Nehme ich auch wieder mit. Dann sage ich von hier mal Tschüss, ciao, ciao. Hoffentlich hat euch gefallen irgendwie. Dann bis später. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.